Hallo Leute, mein Name ist HCC und willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und letztes Mal haben wir unseren ersten Zug platziert für Zinn. Denn unser spärliches Zinnfeld, das wir initial hier hatten, war aufgebraucht. Drum haben wir jetzt hier ein zweites. Und da haben wir auch schon einiges abgeackert. Und die Schmelze ist hier unten bei einem größeren Zinnfeld, das uns hoffentlich etwas länger reicht. Aber für den Moment sind wir versorgt mit Zinn. Aber all unsere Züge fahren mit Kohle. Und wir haben hier noch keinen Kohlezug, der das Ganze versorgen könnte. Und das ist unser nächstes Projekt. Platzieren wir doch den Zug gleich mal. Dann brauchen wir hier noch 4 Waggons dran. Und dann müssen wir schauen, wo bekommen wir Kohle her? Wir haben hier ein Kohlefeld, wir haben da oben ein Kohlefeld. Ich denke, wir werden zuerst mal dieses Kohlefeld hier anschließen. Und wenn wir da nach hinten gehen, müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen die Alien-Nester hier aufräumen. Und ich denke, wir gehen hier nach Osten. Und dann im Osten von diesem Tungstenfeld können wir nach oben gehen. Wahrscheinlich dann genau auf dieses Goldfeld zu. Denn ich denke, hier haben wir Wasserfelder, Ölfelder. Da kommen wir nicht umhin, ohne dass wir da irgendeinen Knick rein machen. Aber ich denke, zuerst mal räumen wir die Aliens aus dem Weg. Ich nehme das auf und wenn irgendwas Spannendes dabei geschieht, werdet ihr es mitbekommen und sonst sehen wir uns, wenn wir ein paar zusätzliche Gleise legen. Die Nester waren nicht wirklich ein Problem. Allerdings haben wir inzwischen die blauen Beißer, was das Ganze etwas interessanter macht. Und hier möchte ich ein Stück haben, das wir kopieren können bis zu den ersten Lichtsignalen. Ja. Denn dann können wir hier hingehen und uns hier ein Stück holen. Das etwas länger ist. Und das einfach darüber platzieren. Und wir bekommen eine Waldeisenbahn. Und zumindest sobald dann hier auch Züge fahren. Ich darf hier nicht zu schnell vorwärts laufen, gehen, rennen, denn die Roboter sind nicht allzu schnell und wir wollen ja, dass sie hier die kompletten Gleise legen und nicht irgendwo zwischendurch eventuell eine Lücke lassen, die wir dann füllen müssen. Gut, das nächste Stück hier. Und wie gesagt, wir werden da bis über das rote Feld
was glaube ich Rutulium Erz beherbergt. Und auf diesem grünen Untergrund schwer zu sehen ist oder zumindest zu unterscheiden ist. Aber hier auf der gegenüberliegenden Seite fehlen uns die Signale. Kopieren wir doch einfach mal das hier, ein Segment und ein zweites Segment. Ich denke, zwei Segmente reichen, denn wir wollen die Segmente auch nicht zu lang planen, denn zwischendurch werden wir immer wieder Abzweigungen und einen Kreisel haben und wir müssen uns sowieso gedulden, bis die Roboter da nachkommen. Hier fehlt auch noch ein Lichtsignal. Ja. Da seht ihr, das ist das Erzfeld und das hat fast den gleichen Ton wie der Untergrund. Und ich denke, hier gehen wir dann noch ein Segment und dann machen wir einen Kreisel hin. Und da oben seht ihr, da war ein Nest, da unten war auch ein Nest, da oben war noch eins. War nicht wirklich eine große Hexerei. Ein paar Türme platzieren, die Aliens anrennen lassen und dann mitten rein mehr Türme platzieren, dass wir den Würmern auch Herr werden. Hier wollen wir dann auch noch Radar platzieren und das machen wir am besten so, dass wir hier, wenn wir auf die Minikarte schauen, dass wir da gleich einen Anschluss haben und dann kopieren wir uns doch diesen Kreisel hier sollte reichen, denn hier haben wir dann auch das den Strommasten mit dem Signal. Dann können wir das wieder nehmen und es nach oben kopieren. So. Und da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis alle Bäume gefällt sind und die Gleise platziert. Denn nur wenn wir den ganzen Kreisel haben, können wir sicherstellen, dass der Zugverkehr in alle Richtungen funktioniert, wie wir das wünschen. Die Gleise sind alle verlegt und ich sollte auch alle Materialien haben, um hier das Kohlefeld, das sich recht unter Bäumen versteckt, anzuschließen. Das heißt, zuerst werden wir hier die Bäume fällen und dann verwenden wir wieder unseren Planer. Ich denke,
Logisch, hier auf dieser Seite werden wir unseren Bahnhof haben. Drum Ausgang Richtung Osten. 4 Waggons, 4 Bänder. Das sollte funktionieren. Dann lass uns das doch mal drüber legen. Und dann müssen wir schauen, wie wir die Strommasten hinbekommen. Die hier draußen wollen wir nicht. Wir machen die lieber innen rein. Und mit dem Kohlefeld, da müssen wir uns dann ja nicht darum sorgen, dass wir da auch Schmelzen dabei haben. Denn Kohle brauchen wir als Kohle. Zumindest vorderhand. Wir brauchen auch etwas Carbon. Aber dafür reicht uns eigentlich noch das Setup, das wir bereits haben. Hier in unserer Basis. Hier ist es. Das produziert genügend Carbon für unsere Bedürfnisse. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass hier der Input voll ist an Kohle. Und ich denke, initial werden wir einfach mal dieses Band hier anschließen. Und dann können wir die Carbonproduktion... das geht auch aufs Band. Ja, dann schließen wir vielleicht hier das so an, so dass wir nur noch die Stromproduktion von unserem kleinen Feld hier speisen, bis das weg ist. Und dann können wir auch das hier umdrehen. Wie sieht es denn jetzt so aus? Wir haben ein paar mehr Bäume gefällt. Das sollte die letzte Linie sein. Ja. Und dann brauchen wir hier hinten Strom. Den holen wir uns von unserer Bahnlinie. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch hier vorne noch etwas Platz schaffen, damit wir unseren Bahnhof platzieren können, damit wir dann die Kohle auch alle aufladen können. Wir haben hier 4 Bänder. Wir machen hier noch rasch einen Balancer rein. Und dann können wir mal überlegen, machen wir Gleis hier etwas nach oben. Und dann lassen wir den Zug hier von unten nach oben fahren. Dann können wir oben direkt aufs Gleis, und wenn wir von
von unten kommen, müssen wir das Gleis kreuzen. Ich denke zumindest momentan ist das nicht wirklich ein Problem. Und dann kopieren wir die Ladestation von hier unten. Die kommt hier hin. Und in die Richtung müssen wir. Und das ist der letzte. Und da unten brauchen wir dann ein Signal. Stromverbindung und dann wird hier schon mal beladen. Und ich muss noch hier rumlaufen, damit auch zumindest alle Förderbänder gebaut werden. Ich denke, ich hatte doch ein paar Förderer zu wenig, denn hier heißt es mindestens 9 fehlen noch. Aber ich denke, dass Erzfeld an sich ist groß genug, so dass wir genügend Kohle rausbekommen, auch wenn da noch nicht alle Förderer platziert sind. Ich glaube, zumindest für die Förderbänder war es das. Das heißt, hier müssen wir dann nur noch den Weg zurück machen. Da wollen wir wahrscheinlich auch Signale. Und vielleicht können wir hier am Schluss noch eins setzen. Hier. Das ist die Ausfahrt. Und die Einfahrt machen wir, wie gesagt, von hier unten. Und auch hier werden wir wieder Signale benötigen. War hier eins. Und 3 Waggons. Und 4 Waggons. Und das? Yep. Und dann ersetzen wir das Signal hier mit einem solchen. Und das sollte uns helfen. Und da wir initial schon mal den Zug hier platziert haben, können wir nun sagen, geh hierhin. Leeres Frachtinventar und dann geh hierhin, volles Frachtinventar. Und da kommt der Zug und das sollte alles dann wunderbar klappen. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf der anderen Seite die Förderbänder anschließen, so dass zum einen die Kohle, ich glaube, das haben wir bereits gemacht, die Kohle hier
hochgeht für die Züge. Aber eines von diesen Bändern sollte dann auch hier hochgehen, um den Rest zu versorgen. Ich mache das noch rasch, bevor wir diese Episode beenden. Der Kohlezug ist auf seiner ersten Reise, um Kohle abzuliefern, und wir werden in Kürze sehen, ob er dies auch erfolgreich meistern kann. Ja, er hat den Weg durch den Wartebahnhof gefunden und muss jetzt hier ganz nach unten, wo er entlädt. Und auch wenn die Förderbänder langsam sind, wir können hier sehen, dass hier alles entladen wird und wie der Zug wieder mit Kohle befüllt wird. Hier auf dieser Seite haben wir einen Mixer, so dass wir ein Band rausziehen, aber von allen Bändern konsumieren. Und hier oben haben wir das so eingerichtet, dass wir hier einmal nach links gehen, einmal nach rechts. Das ist das Band für unser bisheriges Schmelzarray. Und hier, da geht's dann hoch auf zur Carbonverarbeitung und weiter für Kohle für das Band. Ich denke, hier werden wir erstmal abklemmen, so dass wir zuerst diese Seite aufbrauchen, bevor wir hier von rechts neue Kohle ranschaffen. Aber damit haben wir auch unseren Kohlenachschub sichergestellt und können damit auch beruhigt sein, dass, wenn unser Kohlefeld hier drüben leer läuft, wir stehen nicht ohne Kohle da. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein für mehr Factorio mit Bob's Mod. Bis dann und tschüss!